Predigt für den 24. Februar 2019. Pater Hermann Lingen-Dorsten, 18. Februar 2019. Gemäß einer aktuellen Umfrage halten 2/3 der Menschheit den sogenannten Klimawandel für eine große Bedrohung. Und vor wenigen Wochen hatte die UNO den Klimawandel bei den angeblich größten globalen Bedrohungen gelistet. Die Fakten. Ein Klimaaktivist erklärte im Jahr 2000, Winter mit starkem Frost und viel Schnee wie noch vor 20 Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr geben. Jeder kann bei einem Wetterdienst nachlesen, der Winter 2005-2006 war einer der strengsten der letzten Jahrzehnte. Er dauerte außerdem ungewöhnlich lange, bis um den kalendarischen Frühlingsanfang und begann bereits sehr früh mit Schneefällen Ende November. Erinnerung an 1963 und 1978-79 wurden wach, um nur 2 Beispiele zu nennen. Und bezüglich des vorigen Monats, also Januar 2019, meldete ein anderer Wetterdienst, nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten kam der Winter in der ersten Januarhälfte mit Macht. Heftige Schneefälle sorgten in den Alpen und im Süden Bayerns für Chaos. Etliche Menschen waren von der Außenwelt abgeschnitten. Der Katastrophenfall wurde ausgerufen. Schulen blieben geschlossen. Dächer brachen aufgrund der enormen Schneelast zusammen. Mehrere Menschen starben bei Lawinenabgängen. Also die Tatsachen passen anscheinend nicht so ganz zu den Voraussagen der Klimaaktivisten. Vielleicht lässt sich beim Wetter nichts Besonderes, geschweige denn Besorgniserregendes feststellen. Aber anscheinend wird mittlerweile alles zu etwas Besorgniserregendem erklärt. Also, ist es warm, dann ist es Klimawandel. Ist es kalt, dann ist es Klimawandel. Windig, Klimawandel. Windstill, Klimawandel. Trocken, Klimawandel. Regnerisch, Klimawandel. Manche sprechen hier von Klimareligion oder Klimalüge, wie auch immer. Klimawandel ist eine Frage der naturwissenschaftlichen Beobachtung und sogar eine sehr wichtige Frage. Gibt es ihn? Wenn ja, warum? Und wie sinnvoll oder überhaupt möglich ist Klimaschutz? Wie viel kostet er? Sind die sogenannten erneuerbaren Energiequellen zuverlässig, auch bei Windstille, bei bedecktem Himmel und so weiter? Wird Energie zum Luxusgut? Jeder hat die Pflicht, sich diesbezüglich eine begründete Meinung zu bilden und dementsprechend auch zu handeln. Blindes Vertrauen auf die Politiker bzw. auf die Wahrheitsmedien reicht in diesem Fall nicht vollkommen aus. Für Christen hat das Thema Klimawandel eine ganz besondere Bedeutung, vor allem aus 2 Gründen. Erstens, die Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils predigt eifrig den Klimaschutz. Das derzeitige sichtbare V2-Oberhaupt Jorge Bergoglio, Pseudonym Papst Franziskus, veröffentlichte im Juni 2015 eine eigene sogenannte Enzyklika Laudato Si mit einem Aufruf zum sogenannten Klimaschutz. Und im Juni 2018 forderte Jorge vor Spitzenmanagern von 40 Großunternehmen der internationalen Energie- und Finanzwirtschaft klare Absprachen, um dem Problem des Klimawandels zu begegnen. In der Enzyklika Laudato Si habe ich an alle Menschen guten Willens appelliert, sich um die Pflege des gemeinsamen Hauses zu kümmern und eine Energiewende herbeizuführen, um verheerende Änderungen im Klima abzuwenden. Dieser Aktivismus der V2-Gruppe in Sachen Klimaschutz wurde sowohl von Anhängern als auch von Gegnern der Klimawandelhypothese eifrig kommentiert. Die Anhänger jubeln, die Gegner spotten deshalb über den sogenannten Papst und über die sogenannte katholische Kirche. Wir Katholiken müssen deshalb sowohl die Anhänger als auch die Gegner streng zurechtweisen. Denn es ist kein Gegenstand freier Meinung und es ist deshalb auch absolut unzulässig, die V2-Gruppe als katholische Kirche zu bezeichnen. Und zwar vollkommen gleichgültig, was man persönlich denkt bzw. glaubt bezüglich katholischer Kirche. Denn die Kirche ist klar und unwandelbar bestimmt durch ihre Wesensmerkmale einig, heilig, katholisch und apostolisch. Weil die V2-Gruppe diese Wesensmerkmale nicht besitzt, kann sie unmöglich die katholische Kirche sein. Niemand, restlos niemand, hat ganz objektiv irgendein Recht, dieser Gemeinschaft den Titel katholische Kirche zuzubilligen, geschweige denn, ihr diesen Titel zu schützen.
in Bezug auf diese Falschaussagen über die Kirche, sind also sowohl Anhänger als auch Gegner der Klimawandelhypothese unbedingt und uneingeschränkt streng zurechtzuweisen. Nebenbei bemerkt, ich selbst habe auf den Internetseiten beider Fraktionen die notwendigen Richtigstellungen eingetragen. Die Klimagläubigen haben die Richtigstellungen gelöscht und mich als Kommentator gesperrt. Die Klimaungläubigen haben mich nicht als Kommentator gesperrt, sondern die Richtigstellungen nach Prüfung freigeschaltet. Das mag man als Hinweis sehen, wie tolerant die jeweiligen Fraktionen sind. Und noch ein zweiter Grund, weswegen Christen sich mit der Klimawandelhypothese beschäftigen müssen. Die Klimaungläubigen spotten bereits darüber, dass der sogenannte Papst Franziskus höchstpersönlich die Klimawandelhypothese predigt. Aber sie setzen gerne noch weitere antikirchliche Hetzparolen dazu, zum Beispiel indem sie den Begriff Ablass missbrauchen. Das habe ich bereits vor 3 Jahren im Januar 2016 in einer Pressemeldung Klimawandel und Ablassbriefe dargelegt. Auf einer Internetseite von Klimaungläubigen gab es einen Artikel: Nach der katholischen Kirche, jetzt befindet sich auch die evangelische Kirche im Klimawahn. Ein Ausschnitt. Johannes Tetzel war im 15. Jahrhundert als Dominikanermönch ein sehr erfolgreicher Ablasshändler, der im Auftrag des Bischofs Albrecht von Brandenburg den Gläubigen Ablassbriefe vom Papst verkaufte. Mit dem Kauf eines solchen Briefes wurden den Gläubigen die Sünden erlassen und sie brauchten diese auch nicht mehr zu beichten. Getreu dem Tetzel stellen Tetzelschen Werbespruch: Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, konnten die klammen Kirchenkassen alsbald wieder gefüllt werden. Dies ist eine rettungslos verlogene und völlig absurde Hetze gegen die katholische Kirche. Der Ablass wird hier vollkommen falsch dargestellt. Generell muss jeder, bevor er sich zu einem Thema äußert, sich dazu erst einmal selbst informieren. Je wichtiger das Thema, desto größer die Verpflichtung zur Recherche. Man darf gegen niemanden, auch nicht gegen die Kirche, einen Vorwurf äußern, solange dafür nicht gute Gründe vorliegen. Und bekanntlich werden durch den Ablass keine Sünden vergeben und somit wird auch nicht die Notwendigkeit der Beichte aufgehoben. Schwere Sünden müssen immer gebeichtet werden, um dem ewigen Feuer der Hölle zu entgehen. Nur wenn es keine Möglichkeit zur Beichte gibt, dann kann der Todsünder trotzdem noch gerettet werden, und zwar durch die vollkommene Reue, also durch die Liebesreue. Jedenfalls gilt: Sowohl die Klimagläubigen als auch die Klimaungläubigen, die sich gerne ihrer Wissenschaftlichkeit, ihres Blicks für die Fakten, ihrer Ablehnung von Fantasie rühmen, erweisen sich bezüglich der Kirche als wissenschaftsfeindlich, als blind für die Fakten, als Prediger groben Unfugs. Jeder, insbesondere jeder Christ, kann und gegebenenfalls muss dagegen seine Stimme erheben. Insofern ist es also notwendig, dass wir Christen uns mit dem Thema Klimawandel beschäftigen, damit wir deren teilhaben an der ewigen Freude des Himmels. Amen.